Also mir gefällt am besten Singen und das Betten. Beim Betten können wir gut mit Gott reden und ja, wir haben ein Gemeinschaftsgefühl. Wir finden es wichtig, dass unsere Kinder in den Religionsunterricht gehen, weil sie sollen Gott kennenlernen und auch durch ganz viele Geschichten und erlebt Jesus dort näher kennenlernen. Wir haben mit der Taufe der Kinder die Aufgabe bekommen, dass wir ihnen den christlichen Glauben sollten vermitteln und müssen vermitteln. Und da glaube ich, gibt es kein besseres Gefäß als im Religionsunterricht, das professionelle Leute hat, die Themen noch vorbringen können und den Kindern untereinander, also mit Kollegen, können besprechen und vertiefen. Von der 1. bis zur 6. Klasse gibt es eine Lektion Religionsunterricht und in der 2. Klasse gibt es dann noch eine zweite dazu. Betreffend Noten gibt es keine Noten im Religionsunterricht. Es wird im Zeugnis mit einem Besuch vermerkt, wer den Religionsunterricht besucht hat. Die Räumlichkeiten, die stellt uns die Schule zur Verfügung. Unsere Lektionen sind auch ein offizieller Teil des Stundenplans. Und bei der Stundenplanung würden wir auch von der Schulgemeinde mit einbezogen. Mir gefällt es vor allem, dass es so ein bisschen spielerisch ist, dass man nicht gerade ansitzt und irgendwie 10 Blätter ausfüllt, sondern dass alles auch ein bisschen lockerer ist. Spiele und Singen im Kreis und das Bett. Ja, also das ist immer mega cool. Spiele spielen, also die Spiele, dass man singen kann. Wir haben in unserem Dorf zum Glück eine ganz gute Religionslehrkraft. Und die schafft es wirklich, zum Kind begeistern für Gott. Und das ist eine ganz gute Sache. Wir hören jeden Tag Nachrichten zu Themen, die Religion betrifft. Und ich finde gut, dass die Schule den Auftrag wahrnimmt und unseren Kind diesbezüglich auch Inhalt und Wissen vermittelt. Und sie auch befähigt, später selber Entscheidungen zu treffen zu eben diesen religiösen Fragen. Also Religionsunterricht ist eine ganzheitliche Bildung, wo auch alle Sinne angesprochen werden. Und ja, es ist wirklich auch eine Herzensbildung. Wir lernen Gott kennen, wir probieren es um den Kind weiterzugeben, dass es um eine Beziehung geht mit Gott. Und ja, dass einfach die Sachen aus der Bibel heute wirklich noch aktuell sind, dass die uns eine Hilfestellung sein können in unserem Leben, wie wir das Leben gehen. Mir gefällt es mega, dass man den Religionsunterricht auch ein bisschen mit Spass verbindet und auch nicht nur Blätter ausfüllt und so, und dass man auch alle miteinander im Kreis singen und beten und ja.